Oh mein Gott, Freunde, es gibt jetzt gerade wieder eine Kreativmodus-Map, wo wir einfach kostenlos durch eine Kreativmodus-Map einfach Emotes freischalten können in Fortnite. Falls du also heute wissen möchtest, wie das Ganze mal wieder funktioniert, dann bleib heute im Video unbedingt bis zum Schluss dran. Mein Name ist der Timo und wenn du heute neu bist und du kein einziges Video mehr verpassen willst, dann abonniere gerne diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Falls dir dieses Video gefallen sollte und du mehr von diesen Videos sehen möchtest, dann hast du gerne noch ein Like da und jetzt viel Spaß bei dem heutigen Video. Ich habe genau vor 1 bis 2 Tagen schon mal so ein Video hochgeladen, doch dort ging es um eine andere Map. Jetzt genau, Freunde, habe ich eine neue Kreativmodus-Map gefunden, wo wir auch nochmal kostenlose Emotes in der Kreativmodus-Lobby bekommen können. Das Ganze, Freunde, funktioniert mal wieder über diesen Insta-Code 0610-6440-1958. Den Insta-Code findet ihr auch in meiner Videobeschreibung. Dann einfach auf Spielen und jetzt müsst ihr einfach ein privates Match machen. Ganz wichtig, macht privates Match, weil es sind gerade viele in der Map, da die Map gerade, wie gesagt, euch kostenlose Emotes hergeben kann. So, Freunde, wenn ihr jetzt auf der Map seid, nicht wundern, die Map könnte ein bisschen laggen. Bei mir hat sie gerade auch voll geleckt, also nicht wundern. Es sind gerade viele Fortnite-Spieler auf dieser Map, wie gesagt, online, weil sie auch noch gerne die kostenlose Emotes in der Kreativmodus-Lobby gerne haben möchten. So, was ihr nicht machen müsst, ihr müsst einfach auf dieser Map chillen. Ihr könnt, glaube ich, hier noch ein bisschen durchlaufen und hier noch, glaube ich, ein bisschen XP mitnehmen. Hier, wir sehen immer hier ein bisschen XP mit, das könnt ihr gerade machen. Jetzt, Freunde, eigentlich ganz normal irgendwo hinlaufen und dann am besten läuft einfach hier hin. Und jetzt, Leute, ihr einfach die Emotes auswählen. Und wie ihr seht, bekommen wir jetzt diese Emotes auf diese Kreativmodus-Map, Freunde. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr diese Emotes und so die Tänze auch in eurer Lobby benutzen könnt. Und jetzt, Leute, würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, auch gerne noch ein Like da lassen. Schreibt es gerne alle in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.